Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Blog-Eintrag für das Bonifatius-Werk. Ich bin Antonia und ich dachte, für meinen ersten Eintrag erzähle ich euch mal so ein bisschen über meine Woche hier als Freiwillige im Katharina-Jammer. Ich werde jetzt hier genau für 10 Monate leben und als Freiwillige arbeiten. Und da ich mir selber nur schwer vorstellen konnte, wie genau meine Woche hier aussehen wird, dachte ich, dass es ganz interessant werden könnte, dass ich mal von meiner Woche erzähle. Ja, ich habe letzte Woche versucht, hin und wieder mal mich bei der Arbeit zu filmen. Manchmal ist das ganz gut gelungen, manchmal nicht. Also ich hoffe, ihr könnt euch trotzdem durch die kleinen Videos ein bisschen besser vorstellen, wo ich arbeite und wie das Ganze aussieht. Ja, montags helfe ich hier im Katharina-Jammer und was genau ich mache, das ist jede Woche unterschiedlich. Meistens ist es so, dass ich helfe, die Gästezimmer vorzubereiten bzw. die sauber zu machen. Hier im Katharina-Jammer leben nämlich nicht nur Schwestern und Freiwillige, sondern auch Studenten und Touristen, weil die hier Gästezimmer vermieten. Und ich helfe montags eigentlich immer genau da, wo gerade Hilfe benötigt wird. Und wenn das nicht die Gästezimmer sind, dann helfe ich in der Küche. Dort helfe ich dann zum Beispiel, das Essen vorzubereiten. Und manchmal mache ich auch so Sachen wie, dass ich hier auf dem Gang die Toiletten und die Dusche säubere. Und montags arbeite ich von 9 Uhr morgens bis 14 Uhr, also 5 Stunden. Und danach habe ich dann auch schon frei. Dienstag habe ich den ganzen Vormittag frei. Meine Arbeit beginnt da erst um 3:30 Uhr. Und um 3:30 Uhr helfe ich hier in der Hausaufgabenbetreuung. Da kommen Schüler jeder Altersklasse hier hin und machen ihre Hausaufgaben. Und dort helfe ich denen dann. Und ich helfe in den Fächern Englisch und in Mathe. Und obwohl ich kein Norwegisch spreche, klappt das ganz gut, weil die Schüler hier ein sehr gutes Englisch sprechen und das klappt dann ganz gut mit der Verständigung. Und am Abend helfe ich dann in der Küche aus. Man hilft, indem man das Essen rausträgt und auf den Tisch stellt. Hier im Kloster essen die Studenten jeden Abend und die Gäste können ja auch zu Abend essen. Und deswegen gibt es hier zum Frühstück und zum Abendessen ein kleines Buffet, wo man sich halt Essen holen kann. Und als Freiwillige ist man dann dafür zuständig, wenn man eingeteilt ist, dass man halt darauf achtet, dass dann halt auch alles rausgestellt wird und dass die ganzen Lebensmittel zur Verfügung stehen. Und nach dem Essen sorgt man dann halt dafür, dass das alles wieder sauber wird. Man wäscht das Geschirr und man stellt das Essen alles wieder rein und man bringt den Müll auch raus abends. Und das mache ich am Dienstagabend. Mittwochs arbeite ich von 10 bis 14 Uhr bei NÜK. NÜK, das sind die jungen Katholiken hier in Norwegen. Und dort arbeite ich zusammen mit Claire. Und Claire, das ist die zweite Freiwillige aus dem Bonifatiuswerk, die hier Zeit im Katharina-Jammer verbringt. Und wir haben zusammen den Auftrag, sag ich mal, bekommen, dass wir Videos drehen für deren Instagram-Channel. Und wir machen das so, dass wir verschiedene Leute aus der katholischen Kirche dafür interviewen, dass die jungen Follower des Instagram-Channels so ein bisschen mitbekommen, wer alles hinter der Kirche hier in Norwegen steckt. Wir sind jetzt gerade dabei, diese Videos halt zu drehen und zu bearbeiten und dann hochzuladen. Ja, und jede zweite Woche arbeite ich mittwochnachmittags auch noch. Dort arbeite ich dann bei Supovenska. Und das ist eine freiwillige Veranstaltung, bei der sich eine kleine Gruppe an Leuten in der Küche des Gemeindehauses hier in Oslo trifft. Und wir kochen dann zusammen Suppe oder wir machen andere Speisen wie Sandwiches oder wir bereiten Kaffee und Kakao zu. Mit diesen Lebensmitteln gehen wir dann raus auf die Straße und verteilen das dann abends hier an Obdachlose in Oslo. Weiter geht's mit Donnerstag. Donnerstag arbeite ich hier in der Gemeinde in Oslo. Ich arbeite in der Gemeinde St. Olaf. Das ist die Gemeinde, die hier sehr, sehr zentral in Oslo liegt. Und dort arbeite ich dann im Pfarrbüro. Und was ich da mache, ist auch jede Woche unterschiedlich. Ich helfe auch dort wieder aus, wo die Hilfe gerade benötigt wird. Und das kann immer ganz unterschiedlich aussehen. Ja, es war zum Beispiel schon mal so, dass ich irgendwie verschiedene Dateien ordnen musste. Ich habe auch einmal einen Tag damit verbracht, Geburtstagskarten zu schreiben, die dann an Geburtstagskinder in der Gemeinde rausgingen. Oder ich musste Briefumschläge mal frankieren oder ich musste Geschenke verpacken. Also mache eigentlich immer genau das, wo gerade die Hilfe am meisten benötigt wird. Und ich mag es total gerne, in St. Olaf zu arbeiten. Das ist immer super schön, weil die Leute super lieb sind und wir essen auch immer zusammen. Und es ist eine wirklich schöne Gemeinschaft und ich fühle mich da sehr wohl und auch sehr wertgeschätzt. Freitags arbeite ich auch in St. Olaf. Ich gehe morgens um 9 Uhr zur Gemeinde und mache dort dann bei einem Norwegischkurs mit. Danach ist es so, dass immer Essen vorbereitet wird für die Leute, die freitags aus der Kirche kommen, dass die umsonst in St. Olaf zum Mittagessen können. Und dort helfe ich dann auch mit, das Essen zu machen und alles vorzubereiten.
Dann esse ich dort immer noch zu Mittag. Das sind auch super viele liebe Leute da. Ich habe da schon sehr viele Freunde gemacht durch diesen Norwegischkurs. Und um 12:15 mache ich mich dann auf den Weg zu Sansuniva. Sansuniva, das ist die katholische Kirche, die auch bei der Kirche St. Olaf liegt. Dort helfe ich dann für eine Stunde einem Deutschlehrer im Unterricht aus. Ich helfe dort bei einer 8. Klasse mit. Das macht auch super viel Spaß. Die 8-Klässler sind super lieb und können auch wirklich schon recht gut Deutsch eigentlich. Und ich mache dann immer so kleine Sachen wie, dass ich die Hausaufgaben kontrolliere, mal ein paar Fragen frage, die Aussprache der Kinder kontrolliere. Und es wird in der Zukunft auch so sein, dass ich da den Unterricht ein bisschen mit übernehme. Ich bereite zum Beispiel momentan ein kleines Spiel für die vor, was man dann auf Deutsch zusammenspielen könnte. Ja, Freitag habe ich dann um 2 Uhr Schluss. Es ist aber so, dass ich freitags noch für die Toiletten hier auf dem Gang zuständig bin. Das sind 2 Toiletten, die von, ich glaube, an die 4 bis 5 Leute genutzt werden und ich säubere die dann einmal schnell. Das dauert allerdings jetzt auch nicht lange. Und dann habe ich auch schon frei, weil am Wochenende habe ich eigentlich keine Arbeit. Letztes Wochenende war es allerdings so, dass ich mit beim Katechesenunterricht geholfen habe. Das findet einmal im Monat statt und das war jetzt letzte Woche für mich das erste Mal, dass ich da mitgeholfen habe. Es war dann sonntags und das lief dann so ab, dass ich dort in Sansuniva, also wieder in der katholischen Kirche, zusammen mit ein paar anderen Freiwilligen die 2. Klässler betreut habe. Und dann haben wir zusammen mit denen auch Spiele gespielt und über Religion gesprochen und sind anschließend noch zusammen in die Kirche gegangen. An anderen Wochenenden, das ist jetzt bei mir auch noch nicht vorgekommen, aber das wird noch passieren, werde ich zusammen mit NÜK, also mit den jungen Katholiken, zusammen auf dem Camp fahren und dort werde ich dann auch mithelfen. Ja, und das war's auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch einen besseren Eindruck geben, wie es ist, eine Freiwillige zu sein im Katharina-Jammer. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr mich ruhig zu jeder Zeit anschreiben. Ich werde euch auf jeden Fall antworten.